Heute bricht sich Daddy Longlegs alle Knochen in GTA 5. Was für ein schöner Tag, um zum Strand zu fahren. So, oh, sag mal, Vorsicht hier vorne und, wow, wer ist das denn da, Huggy? Huggy, altes Haus, sag mal, und was hat der denn dabei, so eine riesige Mystery Box? Was ist da denn drin, Huggy, Alter, alles klar? Ja, was geht ab? Hast du Lust, meine geheime Mystery Box zu öffnen, hä? Dafür musst du mir aber einen Gefallen tun. Diese riesige geheime Mystery Box, die sieht halt auch schon krass aus. Ich bin echt gespannt, was da drin sein soll. Kannst du mir vielleicht einen Hinweis geben oder sowas? Na, einen Hinweis gebe ich dir nicht, aber da ist was richtig Krasses drin. Nur ganz wenige wissen, was es ist. Hm, was Krasses. Okay, dann sag mal bitte, was ist denn bitte der Gefallen, den ich dir hier tun soll? Du kennst doch Daddy Longlegs. Der macht mich so wütend. Schaffst du es, dass er sich alle 1000 Knochen bricht und somit stirbt? Daddy Longlegs, er soll sich alle Knochen brechen. Ja, ich denke mal, das bekomme ich hin. Aber hast du einen Tipp, wo ich den finden kann oder so? Wie du das anstellst, musst du selber wissen. Aber geh doch mal zu Bunzo Bunny. Vielleicht hat der eine Idee. Der ist immer am Strand. Zu Bunzo Bunny? Okay, Freunde, ich will echt wissen, was in dieser Mystery Box drin ist. Und deswegen müssen wir zu Bunzo Bunny, damit wir Daddy Longlegs finden. Ich habe echt keine Ahnung, wie wir den finden. Und wo ist denn mein Auto? Wurde das geklaut? Laut oder was? Ach, egal. Muss ich mir halt eine neue Karre hier holen. Passt auch. Wenn ihr mehr GTA 5 sehen wollt, dann lasst mir ein Like und auch ein Abo. Da ganz, ganz wichtig. Da kommen jetzt immer sehr, sehr krasse Folgen, Freunde. Hä, was ist denn das hier für ein Typ? Sag mal. Warte mal, der hat da irgendwie so Geld liegen. Guten Tag, Sir. Was ist denn das für ein Geld hier? Das sieht aber ganz schön gut aus, muss ich sagen. Hä? Ich wollte doch... Ich wollte sie nicht verschrecken. Sorry, das hätte ich mir auch denken können. Aber die für hier, Alter, was? 10.000? Die nehme ich auf jeden Fall gerne mal mit. 10.000 eingetütet, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch Bunzo Bunny finden, ne? Die 10.000 nimmt man auf jeden Fall mal auf ganz entspannte Hase mit. So, wo könnte der denn sein? Der ist doch hier bestimmt irgendwo am Chillen, aber... Hier irgendwo liegt der, sonnt der sich vielleicht auch gerade, das könnte auch sein, ne? Hier wahrscheinlich am Strand zwischen den ganzen Leuten oder so. Ja, da ist doch Bunzo! Bunzo Bunny, da hab ich dich doch gefunden. Na, was geht ab? Alles klar bei dir? Sag mal, was soll denn das für ein krasses Teil sein? Huggy Wuggy hat mir erzählt, du weißt, wo ich Daddy Longlegs finde. Du willst Daddy Longlegs finden? Aber ja, kein Problem. Ich habe hier einen Teleporter, mit welchem du dich zu Daddy Longlegs verwandeln kannst. Damit sollte es dir vielleicht leichter fallen. Ja, zeig mal. Der sieht auch ganz schön krass aus, dieser Teleporter. Also, der macht mich sozusagen zu Daddy Longlegs, oder wie? Also, gefällt mir schon mal ganz schön gut. Der Teleporter kann alles machen. Der macht dich auch zu Daddy Longlegs. Aber da kostet allerdings 5.000 Euro. Hast du die? 5.000 Euro? Gar kein Problem. Ich habe doch eben 10.000 gefunden. Also hier, bitteschön, 5.000 für dich. Und dann bin ich mal gespannt, was jetzt hiermit gemacht werden kann. Muss ich da jetzt einfach nur reingehen? Oder wie funktioniert das? Einfach nur so und jetzt stehe ich hier drin? Oder wie ist das? Ganz genau, ist aktiviert. Jetzt musst du einfach nur auf Start drücken. Auf Start, okay, kein Problem. Wo mache ich das denn? Oh, wow, wo habe ich denn jetzt drauf gedrückt? Ich merke schon was. Ich merke schon was. Was ist denn jetzt mit mir los? Wow. Yo. Was? Jetzt bin ich einfach Daddy Longlegs geworden. Guck mal, wie krass. Yo. Ey, wie krass ist das denn bitte? Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Bunzo Bunny, dafür. Kann ich auch Auto fahren? Huggy hat ja gesagt, ich soll mir alle 1000 Knochen brechen, damit Daddy Longlegs stirbt. Ich denke mal, wo breche ich mir denn hier am besten alle 1000 Knochen? Hm, vielleicht da hinten beim Pier. Das ist doch so eine Achterbahn. Da könnte ich das doch direkt mal probieren, oder nicht? Schaut euch bitte an, wie krass das aussieht. Einfach Daddy Longlegs am Start. Okay, warte mal. Ich soll mir 1000 Knochen brechen. Ihr seht die Anzeige. Aber jetzt, vielleicht ist es am besten, wenn ich direkt eine Schlägerei anfange oder sowas. Guten Tag, ich würde gerne... oh Gott, was? Der ist doch jetzt nicht direkt gestorben, oder? Was willst du? Hä, der hier drüben, der will doch eine Schlägerei. Trau dich doch mal zurückzuschlagen. Die sterben ja alle direkt nach einem Schlag. Will er jetzt hier kämpfen? Oder will er es? Traut sich hier nochmal einer gegen mich zu kämpfen oder was? Oder trauen die sich das alle nicht? Stehen geblieben. Auch du hier. Guck mal, du willst ja... Du willst doch bestimmt eine Runde kämpfen, oder nicht? Okay, ich glaube, dem geht's gar nicht mehr gut. Der hier. Der hat auch schon so geguckt. Stehen bleiben. Ah! So, das war's mit dem, hä? Was willst du? Oh, der ist auch Knockout. Ich weiß nicht, ob wir hier einen finden, der noch gegen mich kämpfen will, Freunde. Irgendwo ist doch hier bestimmt noch jemand, dem ich aufs Auge hauen kann. Was willst du? Was will der machen, hä? Der will mich... Willst du kämpfen? Au! Sag mal, ey, was bricht denn mir hier die Knochen? Au! Hört mal auf! Sag mal,
mal, was soll das denn? Verstehe ich? Kein Spaß! Weg mit dir jetzt hier, du Blöde! Aua, da brechen die mir einfach echt schon die ersten Knochen hier, sag mal. Na gut, aber genau das ist ja eigentlich auch die Aufgabe. Jetzt hörst du auf damit da mit deinem blöden pinken Shirt. Das war's, Freunde. Wir haben uns die ersten zwei Knochen gebrochen. Nicht schlecht. Wie könnte ich mir jetzt noch weitere Knochen brechen, wenn ich hier schon mal auf der Ecke bin? Ich könnte ja rein theoretisch versuchen, irgendwo runterzufallen. Das heißt, ich könnte sozusagen mit dem Riesenrad hier hochfahren und dann eigentlich nur von oben schnell runterfallen, ne? Ich habe nicht genug Geld. Oh Mann, ey, sowas Blödes, sag mal. Dann vielleicht mit der Achterbahn? Also für die Achterbahn habe ich nicht genug Geld, aber ich könnte hier vielleicht runterspringen. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht brech... So müsste man sich doch eigentlich auch Knochen brechen bei der Höhe und... Oh, au! Oh, nochmal 50 Knochen. Sehr, sehr schön. Das könnten wir jetzt die ganze Zeit machen, aber es dauert zu lange, um auf 1000 zu kommen. Und deswegen versuchen wir einfach, würde ich sagen, einen Autounfall zu bauen, wo wir vorne durch die Windschutzscheibe rausfliegen. Dann brechen wir uns doch bestimmt eigentlich auch nochmal ganz, ganz viele Knochen auf einmal. Ich muss nur genug Speed holen. Hier vorne am besten. So, und jetzt schön Vollgas. Einfach nur rein crashen irgendwo, um Gottes Willen. Wow, nein. Das hat ja gar nichts gebracht, sag mal. Okay, das müssen wir noch einmal probieren. Vielleicht, wenn wir jetzt irgendwo gegen eine Mauer fahren. Ey, ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich fliege nicht raus. Ich brauche ein neues Auto. Das hier fährt nicht mehr, das blöde Teil. Halt, anhalten, anhalten, anhalten. Au! Das waren auch nochmal 10 Knochen. Au, aber naja, das dauert auch zu lange. Wir müssen halt irgendwie crashen. Ja, guten Tag. Ich würde mir einmal gerne Ihr Auto ziehen. Haben Sie? Vielen Dank. Am besten irgendwo gegen die Mauer. Wow, wow, mein Gott, wir sind so schnell. Oh mein Gott, das ganze Auto explodiert. Plus 150 Knochen. Wie krass. Das hat auch wieder wehgetan. Oh, ich glaube, Daddy Longlegs geht's hier gar nicht mehr gut. Ey, wenn so eine Explosion schon sowas macht, dann könnte ich doch eigentlich auch eine Granate schmeißen, die auch Schaden macht, oder nicht? Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich muss doch einfach nur eine Granate schmeißen. So, zack. Und jetzt müsste doch rein theoretisch, wenn die gleich explodiert... Oh, wow, mein Gott. Es explodiert hier einfach alles. Aua. Es hat aber gefühlt gar keinen Schaden gemacht. Ich probiere es noch einmal aus. So, schön hier drauf. Sehr gut. Au. Ey, es explodiert hier einfach alles, Freunde. Guckt euch das an. Selbst die Leute brennen hier einfach. Oh Gott, oh mein Gott. Au. Okay, das ist nochmal plus 150 Knochen. Was passiert hier? Ich habe hier voll den Stau losgelöst. Hier explodiert... Au. Hier explodiert hier einfach alles. Also 150 Knochen. Jetzt muss ich hier ganz schnell weg, bevor hier noch irgendwas schief geht. Ich probiere es, Freunde. Wenn ich vom Zug überfahren werde, müsste ich mir doch eigentlich auch ein paar... Oder nicht überfahren, sondern eher vom Zug runterspringen, müsste ich mir doch auch Knochen brechen, oder nicht? Das könnte doch auch so ein Geheimtrick sein. Au! Nein, 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 nein. Oh mein Gott, das war ganz, ganz knapp gerade. Warte mal, ich muss wieder aufsteigen. Au! Oh mein Gott, das hat wehgetan. Oh mein Gott, okay, das waren nochmal 150 Knochen. Ich bin jetzt hier am Flughafen und theoretisch müsste ich mir doch da oben auch so einen Helikopter nehmen können. Ganz oben rausspringen und dann müsste ich mir doch die meisten Knochen brechen, oder nicht? Oh, schön starten, schön starten. Okay, Helikopter ist am Start. Oh Gott, habt ihr Daddy Longlegs schon mal einen Helikopter fliegen sehen? Also ich bisher in GTA 5 noch nicht. Oh, ich will aber echt wissen, was in dieser Mystery Box drin ist. Und deswegen springe ich jetzt hier einfach mal grandios aus dem Helikopter raus. Und das müssen einige Knochen sein, die ich mir hier gleich breche. Oh Gott, ich bin sehr gespannt. Aua, das wird, glaube ich, sehr, sehr wehtun. Und au! 200 Knochen gebrochen. Sehr schön, Freunde. Viel fehlt da nicht mehr. Sehr, sehr gut. Mein Helikopter, nein. Das war's mit ihm, mein ganz Story. Ich bin jetzt am höchsten Punkt der Stadt, Freunde. Guckt ihr das an. Und ich werde jetzt mit dem Jetski einfach hier oben rüberfliegen, um mir wirklich hier auch die maximalen Knochen, um Gottes Willen, die maximalen Knochen zu brechen. Guckt euch an, was hier passiert. Wow, Vorsicht. Und runter. Au. Also das hat richtig wehgetan, sag mal. Das waren auch 200 Knochen. Es gibt eigentlich nur eine Königsdisziplin. Au. Okay, das ging noch alles gut. Aber es gibt eigentlich nur eine Königsdisziplin, und zwar den Mount Chiliad. Wenn man von da ganz oben runterfährt, ihr kennt es wahrscheinlich alle selber, mit dem Motorrad oder sowas, dann stirbt man eigentlich jedes Mal. Das versuche ich jetzt, und deswegen glaube ich, dass das Finale für Daddy Longlegs ist. Gleich bin ich ganz oben. Guckt euch bitte an, wo ich bin. Die Maschinen stehen schon ready. Ich habe die Waffen am Start und ihr dürft euch das nicht mit angucken, denn Rauchen ist ungesund. Also hört mal auf zu rauchen. Auch du da vorne brauchst gar nicht wegzulaufen. So, das war's mit dem. Da läuft noch einer. Den schnapp ich mir noch mal ganz kurz, Kollege Schnürschuh. Hier die beiden. Was wollt ihr? Alter! Die ist da gerade runtergefallen von alleine, ohne dass ich was gemacht habe.
Habt ihr es gesehen? Die hat sich umgebracht. Da läuft sie. Ich glaub's nicht. Stehen geblieben, du Lausebub. So, das war's mit dir. Sehr schön, Freunde. Das hier ist die Königsdisziplin. Ich müsste mir eigentlich wirklich alle Knochen brechen und sterben, wenn ich hier runterfahre. Freunde, ihr kennt es alle. Normalerweise stirbt man hier immer instant. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob ich es überlebe oder nicht. Wo ist die steilste Ecke? Hier vorne müsste die ja eigentlich sein. Oh, ganz ruhig. Das hier müsste eigentlich die krasseste Ecke sein. Deswegen würde ich sagen, ich starte rein, Freunde. Ich starte den Versuch. Wir starten rein hier mit dem Motorrad, dessen den Mount Chiliad runter zu fliegen. Um Gottes Willen, ich gleite. Ah, Vorsicht! Wow! Das war's! Oh, wo bin ich? Was? Ich bin wieder normal! Daddy Longlegs ist einfach gestorben. Wir haben es geschafft, Freunde. Sehr gut. Lasst dafür schon mal ein Like da. Ganz, ganz wichtig. Und auch ein Abo für mehr GTA-Videos. Jetzt können wir zu Hagi und endlich die Mystery Box öffnen. Wie gut, dass ich den Teleporter überall benutzen kann. Deswegen geht's mal ganz kurzer Reise wieder zum Strand zurück. Hier muss ich einfach nur einsteigen. Zack. Einmal auf den Knopf drücken und dann war's das. Wow! Ich bin zurück am Strand, Freunde. Ich konnte mich hier einfach wieder hin teleportieren. Sehr gut. Bunzo, auf jeden Fall vielen Dank für diese krasse Maschine. Ich hab's geschafft, Daddy Longlegs zu töten. Ja, das ist ja super. Hast du bekommen. Sehr schön. Ja, ich bin auch echt gespannt, was in Huggies Box drin sein wird. Lass mal hingehen. Ja, ich finde das auf jeden Fall auch super, dass wir es geschafft haben, dass Daddy Longlegs tot ist. Dann lass uns mal ganz kurz zu Huggy gehen und dann schauen wir mal, was da drin ist. Ja, Bunzo, kannst du hier aufsteigen oder was? Passt das? Kommst du hier mit rein oder ich fahr sonst einfach schon mal vor, ja? Ich öffne den auch nicht ohne dich, versprochen. Platz da! Hagi, du bist ja immer noch da. Ja, dann zeig mal her, bitte. Oh, vorsichtig, nicht, dass ich dich noch anfahre, was hier in deinem krassen Mystery Lucky Block drin ist. Bunzo ist am Start. Hagi, dann zeig mal her hier, bitte, was da drin ist. Ich hab's nämlich geschafft, Daddy Longlegs zu töten. Dann warst du also der Krasse, der den Mount Chiliad runtergefahren ist. Das habe ich in den Nachrichten gehört. Sehr gut. Daddy Longlegs ist jetzt tot. Ja, das stimmt. Daddy Longlegs habe ich getötet. Und deswegen möchte ich ihn jetzt öffnen und ich bin echt gespannt, was hier drin sein wird. 3, 2, 1. Wow! Was? Baby Longlegs in der Mystery Box von Huggy? Wie kann ich mir das denn erklären? Huggy, hast du dazu was zu sagen und dann noch am Tanzen? Ja, was soll ich sagen? Mein Gott, das Baby ist mir da halt reingelaufen. Kann ich doch nichts dafür. Das Baby ist hier reingelaufen. Also, Huggy, auf jeden Fall nicht schlecht. Baby Longlegs, kannst du mich verstehen? Kannst du mich hören? Oder wie geht's dir? Alles klar? Ja, du musst doch ganz klar sein. Du bringst doch richtig coole GTA 5 Videos. Die Leute sollen mal sofort ein Like und auch ein Abo da lassen. Das war eine krasse Folge. Ja, das kann ich nur, dem kann ich nur so zustimmen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Info, Freunde. Das ist also in Huggies Mystery Box drin. Das war eine krasse GTA 5 Folge. Thomas.exe hat Huggy Wuggy entführt. Können wir ihn finden? Was für ein schöner Tag hier heute in GTA zu rutschen. Yo, was geht denn jetzt ab? Schön rutschen hier auf ganz entspannter Hase. Oh, nicht, dass ich hier rausfalle. Hä, was höre ich da? Ist das Kissy Missy? Kasper, bitte hilf mir. Bitte, Kasper, komm hierher. Bitte schnell. Hä, wer ruft mich denn da? Und wo rutsche ich denn jetzt hier hin? Sag mal, wow, oh mein Gott, yo. Na mal auf, ganz entspannt war das. Und anscheinend war, ist da vorne jemand. Kissy, bist du das? Da vorne ist wirklich Kissy Missy. Was, alles klar bei dir? Ich komm, warte mal, ich komm mal kurz aus dem Wasser raus. Kissy, sag mal an hier, was ist denn da los, ey? Was machst du hier? Kasper, gut, dass ich dich erwische. Hagi Wagi wurde entführt von Thomas.exe. Was? Hagi wurde entführt von Thomas? Aber wo soll ich ihn jetzt nach Hagi suchen? Hast du da eine Idee? Du musst alle 4 Kartenstücke finden, damit du sehen kannst, wo Thomas.exe Hagi gefangen hält. Triff dich am besten mit Bunzo Bunny am Strand. Der hat das erste Kartenstück und kann dir weiterhelfen. Mit Bunzo Bunny am Strand? Okay, 4 Kartenstücke müssen wir finden. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Dann suchen wir mal Bunzo. Vielleicht kann ich ja hier diesen Jetski benutzen. Kissy, keine Sorge, ich werde dir Hagi schon zurückbringen. Ja, ganz sicher. Wirklich versprochen. Bunzo Bunny am Strand. Ich werde dich finden. Wow, Abflug. Alter, los geht's hier mit dem Jetski. Aber ist das hier der richtige Weg zum Strand? Ich glaube, na. Alles gut gegangen. Aua, das hat ganz schön wehgetan eben. Aber da vorne steht schon Bunzo Bunny. Und jetzt werden wir mit ihm quatschen. Ich bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Bunzo, altes Haus. Was geht ab? Alles klar bei dir oder was? Ich bin ganz aufgelöst. Hagi ist verschwunden.
Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun soll. Ich hab das hier bei mir zu Hause gefunden. Oha, was ist das denn? Zeig mal. Wie krass ist das denn bitte? Das Mustik, das ist, ich erkenne doch den Flughafen von Los Santos drauf. Hast du da mal geguckt, ob Hagi vielleicht da ist mit Thomas? Ich hab dafür keine Kraft. Du kannst die Karte haben, Mama. Bring mir dann auch Hagi zurück. Du bist seine letzte Chance. Okay, kein Problem. Das mache ich sehr, sehr gerne. Okay, ich habe den Flughafen da auf der Karte gesehen. Freunde, wir müssen 4 Kartenstücke finden. Lasst mal bitte ganz schnell ein Like und auch ein Abo da, wenn ihr auch wollt, dass wir Hagi finden werden. Ich bin gleich schon beim Flughafen. Mal gucken, ob wir da das nächste Stück finden werden. Ich meine, auf der Karte ist ja ein Flughafen da. Ich muss mal ganz kurz fragen. Officer, sagen Sie, wo finde ich denn hier den Flughafen? Sag mal, Jungchen, kann es sein, dass du dumm bist? Mach mal die Augen auf. Einfach nur so raus. Ja, ey, sorry. Ich kenne mich hier halt nicht so aus, ey. Ja, ist ja gut. Okay, also einfach nur geradeaus, Freunde. Hätte ich mir auch so denken können. Der Flughafen ist ja da vorne. Und ich bin gespannt, Freunde, ob hier vielleicht sich Thomas schon verstecken wird. Auf dem ersten Kartenstück. Kann halt auch sein, dass der hier irgendwo schon ist, ne? So, oh Gott, wie war das nochmal? Hier, oh, ja, und drüber hier. Woohoo! Yo, guck mal diesen krassen... Hä? Was ist denn das da? Was war denn da gerade? Hä? Was ist das denn? Lol, PJ Packepiller? Wieso steht denn der hier auf einmal, sag mal? Was soll denn das? Okay, aber kein Problem. PJ, altes Haus, das ist doch ein Zeichner. Was machst denn du hier, hm? Hast du vielleicht Thomas.exe gesehen oder so? Ja, Alter, was willst denn du hier, hm? Ich suche Hagi, er wurde entführt. Hast du vielleicht gesehen, wo er ist? Bunzo Bunny hat mir hier so ein Stück von einer Karte gegeben, auf dem der Flughafen hier drauf war. Vielleicht hast du ja eine Ahnung, was ich damit anfangen kann. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier. Das alte Teil. Ich wollte das schon als Klopapierersatz benutzen. Ich hab davon auch eins rumlegen. Das musst du dir allerdings erarbeiten, wenn du es haben willst. Ja, wäre es auch möglich, dass ich das eventuell abkaufe? Ich meine, ich habe genug Geld dabei. Nur erarbeiten, mein Freund, sonst landet das Ding im Klo. Okay, dann schieß mal los. Was soll ich denn machen für dich, damit ich das zweite Stück der Karte bekomme? Fahr zu Hangar Nummer 2. Da sind die blöden Clowns am Rumalbern. Töte alle, dann schenke ich dir das Kartenstück von mir aus. Okay, Hangar Nummer 2, kein Problem, kann ich machen. Irgendwelche Clowns, die am Rumalbern sind. Aber das zweite Kartenstück ist halt wichtiger. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall hin. Ich soll die anscheinend alle töten oder so, die Clowns, ne? Nehme ich mal an, das rechte ist hier der Hangar. Bin ich mal gespannt, ob ich da Clowns am Rumalbern sehe. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Clowns hier am Flughafen oder... Wow, Clowns hier am Flughafen oder was? Das sind echt ganz viele. Was sind das? Oh, mein Auto. Oh, wow, was? Guck mal hier, tatsächlich ganz viele Clowns am Rumalbern. Was? Und PJ war zu faul, die zu töten oder was? Soll ich die jetzt mal hier alle überfahren oder wie? Bam! Dich fahre ich auch tot, mein Kollegen. Und hier nochmal rüber. Bam, bam, bam. Das war's mit euch, Freundchen. So, Waffe rausholen. Ich sag euch, ich baller die... Alter, was machen die für krasse Zaubertricks? Die verändern ihr Aussehen oder was? Ich brauche hier eine krasse Waffe. Hier, die Granaten. Bam, das war's mit denen. Jetzt fliegt ihr, ihr blöden Clowns. Yo, ihr blöden Clowns. Ihr könnt hier original gar nichts machen. Auch du kriegst eine Granate ab. Und ihr beiden, ihr Kollegen, braucht gar nicht... Da versuchen sie doch... Wow. Da versuchen sie noch wegzulaufen, aber mit euch nicht, mit euch nicht. Noch du da hinten, okay, das war aber normale Arbeit. Aber da haben wir noch einen Clown und der kriegt hier ein bisschen die Extrawurst. Und zwar hier mit mal einen Schuss. Bam! Und das war's mit ihm. Okay, der verbrennt, Freunde. Ich glaube, wir haben alle jetzt getötet, oder? Oder ist hier noch irgendwo einer... Was ist denn das für einer? Hä, Mr. Phantom oder wer ist das denn? Einfach Mr. Phantom am Start, was? Aber hier die anderen Clowns haben wir alle getötet. Sehr, sehr gut. Wir haben einfach alle Clowns getötet, Freunde. Sehr, sehr gut. Ne, wir konnten die auch einfach PJ, was machst du hier, Alter? Ja, bist du stolz auf mich, dass ich die Clowns hier getötet habe oder was? Wow, du hast alle Clowns getötet. Sehr gut. Hier bitte, das Kartenstück hast du dir echt verdient. Boah, mega korrekt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ja, ich finde auch, dass ich mir das verdient habe. Gut, dann steigen wir mal in die Limo ein. Freunde, was können wir jetzt hier drauf erkennen? Hä, das sieht fast so aus. Das sieht fast so aus, als wäre das was vom Mount Chiliad oder sowas. Das ist doch der Mount Chiliad da drauf, oder nicht? Ich glaube auf jeden Fall, dass das der Mount Chiliad ist, Freunde. Deswegen würde ich sagen, lass uns da mal hinfahren. Mal gucken, vielleicht ist da ja der nächste Hinweis oder so. Wir sind am
am Mount Chiliad angekommen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer das war, mit so einer Limo hier hochzufahren. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt hier irgendwas ist, was wir als nächstes Kartenstück identifizieren können. Ich weiß halt auch nicht, ob hier genau jetzt irgendwas rumliegt oder so. Das könnte halt auch sein. Hier muss doch irgendwo was sein. Sag mal, hat hier irgendwo jemand was gesehen? Hallo, ihr da unten vielleicht? Ihr da, ihr... Oh, sag mal. Haben die sich gerade umgebracht? Ich glaube, ja. Vielleicht hier. Mini Spidey! Mini Spidey, hast du vielleicht was gesehen? Ich habe schon zwei Kartenstücke. Und das zweite Kartenstück hat mich hier hingeschickt. Hast du vielleicht was gesehen? Ich suche Huggy Wuggy und Thomas.exe. Ich weiß, wieso du hier bist. Thomas.exe ist ein Monster. Er hat meinen Vater getötet. Ich will, dass du ihn fertig machst. Ich schenke dir das dritte Teilstück der Karte. Mein Leben hat sowieso keinen Sinn mehr. Spidey, du kannst dich doch nicht umbringen, sag mal. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das dritte Teilstück. Ich guck gleich drauf. Du kannst doch jetzt hier nicht einfach runterspringen, sag mal. Also, bitte mach das nicht. Das Leben hat einen Sinn. Das Leben hat einen Sinn. Okay, was genau haben wir jetzt hier auf dem dritten Teilstück? Was ist das denn? Mein Handy klingelt. Was krieg ich denn hier für ein Video geschickt? Oh nein, das ist ja mein Zuhause. Um Gottes Willen, Sonic.exe ist bei mir zu Hause. Er ballert auf mein Haus, was? Es ist auch noch mein Haus auf der Karte drauf, Freunde. Okay, dann ab zu mir nach Hause, aber ganz, ganz schnell, würde ich fast sagen. Platz da, ich muss hier... Mann, die blöden Steine. Platz da, sag mal, es geht um Leben und Tod und um Huggy Wuggy. Ich muss hier runterkommen, ohne zu sterben. Oh, wow, oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Nicht drauf. Oh Mann, das ist das Lecken, das so, das tut auch weh. Aber alles gut, Freunde, ich hab's überlebt. Wir müssen jetzt ganz schnell zu mir nach Hause. Freunde, ich bin so schnell, ich konnte. Alter, hier fahren die Autos schon durch, weil die Schüsse gehört haben. Freunde, ich bin so schnell, wie ich konnte, nach Hause gelaufen. Hier irgendwo ist... Wer liegt denn da tot? Oh nein, wer ist das denn? Nein, das glaube ich nicht. Trevor, das ist mein Freund Trevor. Oh nein, was? Er hat mich erschossen und Mann, nein, ich sehe sie, meine Katze. Er hat einfach auch meine Katze erschossen. Sonic ist so ein Monster, was? Was soll das heißen, dass hier die Karte ist? Ey, ich, ach Mann, ey, die Katze ist auch tot. Aber bitte nicht eins meiner Kinder. Bitte nicht eins meiner Kinder oder meine Frau. Und es kann sein, dass Sonic hier noch irgendwo ist, deswegen müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Da, wer liegt da? Nein! Nein! Bitte nicht, Jimmy! Das war's mit ihm. Oh mein Gott, ich bin so sauer. Das war's mit dir, Sonic. Guck mal. Oh mein Gott, ich hab ihn. Da ist er erst gerade gestorben. Er wollte noch ein schönes Bad im Pool machen. Du Asi, du hast meine Familie getötet, du Monster. Um Gottes Willen. Das ist auch gut, dass er jetzt tot ist, Freunde. Aber Moment mal. Was hat er denn da? Was ist das denn? Hä? Das finale Kartenstück, was? Er hat das finale Kartenstück und was ist drauf? Sandy Shores? Der Hangar und Flughafen in Sandy Shores? Es kann sein, dass da Thomas ist, was? Ich glaube, dass dort oben Thomas ist, Freund. Wir müssen jetzt schnell Huggy retten, bevor es zu spät ist. Wow, der Flughafen von Sandy Shores ist genau vor uns. Okay, okay, ganz langsam runtergehen. Da vorne muss Thomas.exe sein, wenn die Karte stimmt. Jetzt bitte nicht explodieren. Wow, was? Okay, alles gut gegangen, alles gut. Wir sind angehalten. Ich hol kurz die Sniper raus. Mal gucken, ob wir da hinten schon was sehen. Und tatsächlich, da ist Thomas.exe, was? Und da ist ein Hund. Das war... Ups, hoppla, nicht getroffen. Thomas, lass meinen Freund gehen und zwar sofort. Ich habe mich jetzt hier angeschlichen, Freunde. Thomas muss hier... Da ist er. Ich schieße auf ihn. Thomas, lass sofort meinen Freund gehen, bitte. Wir müssen ihn einfach zerstören, Freunde. Er hält Huggy Wuggy gefangen. Habe ich noch krassere Waffen? Ja, ich habe hier noch diese Minigun. Eventuell reicht die aus, um Thomas zu zerstören. Lass Huggy gehen und zwar sofort. Bitte, los. Wir ballern ihn ab, Freunde. Ich hoffe, dass Thomas so kaputt geht, aber es sieht so aus, als würde er gar keinen Schaden nehmen. Welche Waffe könnte ich denn noch benutzen? Vielleicht hier diese mit diesen Laserdingern oder sowas? Wo ist er? Hm? Hä? Wo ist denn? Oh mein Gott, Thomas, haut ab! Stehen geblieben, Thomas! Du brauchst hier gar nicht durchzuziehen, sag mal, mein Kollege. Ey, jetzt haut der einfach ab, der will wirklich durchziehen. Stehen bleiben, Thomas.exe, der will hier einfach abhauen, oder was? Ich muss doch hier irgendwie eine Möglichkeit haben, nochmal auf den zu ballern. Na komm schon, wieso explodiert der denn auch nicht? Der muss doch kaputt gehen. Okay, Freunde, egal, wir lassen ihn erstmal durchziehen. Wir gucken mal kurz nach, ob Huggy jetzt in der Halle ist und ob wir ihn retten können. Thomas zieht da hinten durch, Freunde. Huggy, Huggy, bist du hier? Da ist Huggy, guck mal. Huggy, oh mein Gott. Es geht ihm gar nicht gut, Freunde, aber er lebt. Er lebt. Ich muss kurz den Puls messen hier. Freunde, er lebt. Alles in Ordnung. Wir haben Huggy gefunden. Huggy, da bist du ja. Na?
Alles okay bei dir? Wow, oh mein Gott, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Aber wo ist denn Thomas.exe jetzt hin? Nicht, dass der noch abhaut. Thomas.exe ist durchgezogen. Ich weiß auch nicht genau, wo der ist. Ich kann noch mal ganz kurz nachgucken. Der muss hier eigentlich irgendwo noch sein, oder? Der war doch eben gerade noch da hinten. Der kann doch sein, dass der da noch... Der ist wirklich durchgezogen, Freunde. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Was? Aber dafür haben wir Hagi wieder gefunden. Und ich meine, das ist doch die Hauptsache. Hagi, ich hoffe, dir geht's bald wieder gut. Ich bring dich zu Kissy Missy. Alles in Ordnung. Ich gebe Hagi Wagi meine Kreditkarte für 24 Stunden. Er darf alles kaufen, was er will. Hagi Wagi, heute ist der Tag der Tage. Ich gebe dir meine Kreditkarte für 24 Stunden und du darfst alles, also ich meine wirklich alles kaufen, was du willst. Was sagst du dazu? Ey, das ist ja mega. Vielen Dank. Ja, ist es. Aber übertreib's auch bitte nicht, ne? Und ruf mich bitte mal nach ein paar Stunden an, wie es bei dir aussieht. Ich will nicht, dass du mich arm machst. Wow, ey, mit so viel Geld, da weiß ich ja gar nicht, was ich mir kaufen soll. Okay, womit fange ich an? Vielleicht, ich könnte mir alles holen. Ich habe ein bisschen Hunger. Vielleicht fange ich mal auf entspannt an mit ein paar Snacks. Gestärkt und gesättigt komme ich hier aus dem Restaurant, aber was sollte ich mir als nächstes kaufen? Wie wäre es mit ein paar Waffen oder sowas? Gibt es hier irgendwo einen Waffenladen? So, mit ordentlich Waffen im Gepäck habe ich mir auf jeden Fall einiges gekauft. Und wisst ihr, was mich aber nervt? Dass ich die ganze Zeit immer zu Fushiball hinlaufen muss. Deswegen würde ich sagen, ich kaufe mir, glaube ich, mal ein Auto. Da kann ich übrigens auch mal nachgucken, wie viel Geld ich auf der Kreditkarte eigentlich habe. Gucken wir mal hier, Maze Bank. 2,1 Milliarden? Wieso ist da so viel Geld drauf, sag mal? Naja gut, egal. Dann kaufen wir uns doch hier als nächstes direkt mal ein Auto. Und zwar nicht irgendeins, sondern ein richtig teures. Welches könnte ich mir kaufen? Oder soll ich mir doch lieber einen Chauffeur holen? Ich würde sagen, für 2,2 Millionen hier in der Farbe Hagi Blau kaufen wir uns dieses coole Auto. Zu wenig Geld? Was soll... Wieso zu wenig Geld? Wurde der Kauf abgebrochen oder was soll das? Naja gut, kein Problem. Wenn ich mir hier keins kaufen kann, dann muss ich halt einen teuren Chauffeur buchen, der mich die ganze Zeit irgendwo hin kutschiert. Wie wäre es denn, wenn ich was richtig Unnötiges kaufe, was Kaspar richtig nervt? Ein Boot vielleicht, aber nicht irgendeins, sondern ein richtig teures. Ich habe mir ein richtig teures Boot gekauft und zwar dieses hier. Uiuiuiui, das hat 4 Millionen gekostet. Da wird Kaspar ja gar nicht erfreut sein, aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Es wäre schön, würde ich damit fahren. Aber nein, ich habe es mir nur gekauft, um es zu zerstören. Und um Kasper zu nerven. Okay, was kann ich mir als nächstes kaufen von dem Geld? Wer ruft denn jetzt an, sag mal? Was soll denn das werden? Fuck hier, Alter, was machst du? Ich sehe gerade deine Abrechnung. Bist du komplett bekloppt? Naja, was soll ich sagen? Ich hatte halt nie viel Geld und endlich lebe ich mal das Luxusleben. Tut mir leid. Ja, im Luxus zu leben ist ja schön und gut, aber was bringt dir das, wenn ich irgendwann kein Geld mehr habe? Dann können wir beide nicht mehr im Luxus leben. Ja, okay, komm nicht wieder vor. Tut mir leid. Ja, besser ist er auch. Mach's gut. Ja, ciao. Okay, das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Jetzt müssen wir Kaspar nur noch mehr nerven. Was könnte ich als nächstes kaufen? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wisst ihr, was richtig, richtig krass wäre? Ein Haus. Aber ich glaube, das überspannt den Bogen ein bisschen. Oder was meint ihr? Sollte ich mir ein Haus kaufen von dem Geld von Kaspar? Gute Frage. Mein Fahrer hat mich hier gerade in der Bonzengegend rausgelassen. Welches Haus von denen hier soll ich kaufen, hä? Ist hier irgendeins zu ver... Aua! Hey, was soll denn das da, sag mal? Da hat man einmal ein bisschen Geld und dann direkt das. Hau ab da! Mein Gott. Okay, welches Haus soll ich kaufen von denen hier? Ist hier überhaupt eins zum Verkauf? Seht ihr irgendwo ein Verkaufsschild? Ich kann hier bisher noch keins sehen. Wie wäre es mit diesem hier? Aber da weiß ich gar nicht, ob das verkauft wird gerade. Es ist gar nicht so einfach, ein Haus zu kaufen. Hier muss doch irgendwo eins zu verkaufen sein. Ich glaube sogar hier irgendwo, oder nicht? Kann ich nicht hier? Da! Zu verkaufen! Hier! Ey, wie wär's? Soll ich hier einfach mal den ganzen Golfclub kaufen für 150 Millionen? Oh mein Gott, so viel Geld habe ich gar nicht. Verdiene mehr Geld. Ja, okay, das ist ja schön und gut, aber ich dachte eigentlich, dass Kaspar genug Geld hätte, aber anscheinend nicht. Ich gucke mir einfach gerade Franklins Bude an. Wie cool ist denn das? Soll ich mir hier was holen? Die kostet einfach mal 10 Millionen, aber das überspannt doch den Bogen ein bisschen, oder nicht? Ja, guten Tag. Ich glaube, ich habe mich entschieden, ich würde das Haus hier gerne kaufen. Wow, sind Sie sich
da sicher für 10 Millionen, okay, kein Problem, ist gekauft. Ja, super, vielen Dank. Schicken Sie mir dann bitte einmal die Abrechnung per Post zu. Oh, Freunde, ich habe mir einfach Franklins Haus gekauft. Guckt euch mal bitte an, wie cool das ist hier. Jetzt ist das nicht mehr Franklins Haus, sondern das Hagi-Haus. Und auch der Pool da unten, den muss ich direkt mal austesten. Wuppa, hoppa, jo, und rein hier, ja. Ey, das macht ja mal mega viel Spaß. So fühlt es sich also an, wenn man im Luxus schwimmt. Juhu. Ich hätte auch schon eine Idee, was ich mir als nächstes holen kann, aber ich weiß nicht, ob es das Fass zum Überlaufen bringt. Gute Frage. Vielleicht ja beim Flughafen irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mir nämlich eben ein Flugzeug gekauft und das müsste da auch schon bereitstehen. Ey, mein Fahrer da vorne hat mich einfach gerade rausgeworfen. Was sollte das denn, sag mal? Ja, sieh mal bloß zu, dass du abhaust, sag mal, du blöder Fahrer, Freunde. Ey, da bin ich einmal im Luxusleben, jetzt schmeißt er mich hier raus. Da waren doch gerade ganz viele Polizeiautos. Der wird anscheinend gesucht oder sowas. Naja, gut, dann muss ich hier halt die letzten Meter per Fuß laufen. Oder ich rufe meinen Freund Jimmy an. Der kann mir bestimmt auch ein Auto besorgen, teures. Jimmy, alte Kanone, na, wie sieht's aus? Kannst du mir mal eine Karre klar machen oder was? Ja, kein Problem. Ich schick dir mal kurz ein teures Auto vorbei. So easy. Ja, okay, super. Vielen Dank, mach's gut. Freunde, jetzt kriege ich einfach ein neues Auto und das war auch nicht ganz so billig. Das hat einfach mal... Was wollt ihr, hä? Ich mach doch gar nichts. Ich bin von der gehobenen Schicht. Ich bin reich. Naja, okay, mal gucken, wann mein Auto kommt. Guckt euch mal bitte diese Karre an, die ich bekommen habe, sogar mit einem Custom-Kennzeichen, wo Haki draufsteht. Ey, ich fahre einfach in meinem eigenen Sportwagen zu meinem eigenen Flugzeug an meinem Flughafen. Naja, gut, mein Flughafen ist es noch nicht, aber das wäre ein bisschen zu teuer. Aber mal gucken. Boah, und rüber hier. Yippie. So, sehr gut. So, wo könnte jetzt mein Flugzeug stehen? Das muss doch hier am besten... Wahrscheinlich hier irgendwo um die Ecke rum, ne? Ich habe mir doch hier irgendwo eins geholt. So ein kleines schwarzes Privatflugzeug. Das steht doch bestimmt da hinten, wo es immer steht. Ja, genau das ist es, was ich meinte. Genau das ist mein Privatflugzeug. Na, ganz toll. Das hat ja super funktioniert. Und da sitzt ja sogar ein Pilot. Ach gut, okay, da sitzt doch kein Pilot. Ich dachte gerade, dass der Pilot da noch am Steuer sitzen würde. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Ja, das ist dann ja alles entspannt. So, und einfach mal einsteigen hier. Mal gucken, wo wir hinreisen. Ich habe auch schon eine ganz gute Idee. Nanu, was ist das denn? Ich krieg einen Anruf. Ja, hallo? Wer ist da? Ja, guten Tag, spreche ich mit dem Herrn Gasparo? Ja, das tun Sie. Mit wem spreche ich denn da gerade bitte? Es geht um Ihre kürzlich erworbene Immobilie. Um meine kürzlich erworbene Immobilie? Ich habe mir keine Immobilie gekauft. Ihr Sohn Hagi Wagi hat die Immobilie gekauft. Vor nicht mal 2 Stunden. Es geht um die Bezahlung. Hagi Wagi ist doch nicht mein Sohn. Um die Bezahlung? Nein, bitte klären Sie das mit dem Anwalt, ich schicke ihn vorbei. Ich kann es nicht glauben, Hagi hat einfach ein Haus gekauft. Auf meinen Namen, in mein Geld, ist er komplett bekloppt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Kasper nicht ganz so sauer sein wird, dass ich hier so viel Geld von ihm ausgegeben habe. Aber ich will ihn ja auch sauer machen. Ich habe schon eine Idee, was ich als nächstes mache mit dem Geld. Ich habe mich mit meinen ganzen Freunden auf dem Mount Shiat verabredet, damit ich allen Geld schenken kann. Ha, es war ein bisschen unnötig, aber kein Problem. Ich muss jetzt nur das Flugzeug hier irgendwie... wie kriege ich das Ding da oben drauf jetzt gelandet? Ich habe zwar ein Flugzeug gekauft, aber der beste Pilot bin ich jetzt auch nicht. Egal, ich springe einfach raus. Oh, wo ist mein Fallschirm? Da ist er ja. Okay, alles gut. Ich glaube, das sollte hinhauen. Ich weiß nur nicht, was mit meinem Flugzeug jetzt ist. Das haut mir da unten jetzt, glaube ich, ein bisschen ab. Mein Flugzeug, nein! Ich habe mich nämlich mit meinen ganzen Freunden hier verabredet. Yo, Leute, was geht ab? Ey, ich habe hier ganz, ganz viel Geld für euch. Und zwar gratis. Oh, wow. Geld, das hört sich gut an. Das kann ich gut gebrauchen. Hagi, wo hast du das her? Vielen Dank. Ich liebe dich. Danke. Na, wo ich das her habe, ist doch ganz egal. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Geld für euch. Hier, ich gebe dir schon mal ein bisschen was. Ey, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt krieg ich schon wieder einen Call, ja? Hallo, wer ist da? Ja, hier spricht die Polizei. Wir haben hier Flugzeugwrack im Wald gefunden. Mein was? Dabei ist ein Schaden von rund 100 Millionen Euro entstanden. 100 Millionen Euro? Das glaube ich nicht. Wie konnte das denn passieren? Sie haben 14 Tage Zeit, ihre Schuld zu begleichen. 14 Tage nur? Wie soll ich das denn schaffen? Ey, Hagi hat anscheinend einfach ein Flugzeug gekauft und will, hat es abschützen lassen oder was? Und jetzt muss ich 100 Millionen bezahlen? Der Typ macht mich arm! So, Leute, ich glaube, das reicht für euch an Geld, hä? Guckt euch mal bitte an, wie viele ihr hier bekommen habt. Das sind locker 20, 30 Millionen. Haha, kein Problem. Oh mein Gott, Hagi, vielen Dank! Kein Problem, Leute. Und keine Sorge, ihr müsst euch gar keine Sorgen machen,
woher das Geld kommt. Das gehört alles euch. Freunde, so ist es doch schön. Jetzt habe ich schön Kasper nochmal sauer gemacht. Ich habe ihn auch allen schön mein ganzes Geld geschenkt. Oder wohl eher Kaspers Geld. Aber ist doch nicht schlimm. Solange er nichts herausfindet, ist ja alles gut. So, nach der Polizeiaktion, ich kann es nicht glauben, ich rufe Hagi jetzt an, Freunde. Wir müssen mit ihm reden. Das kann so nicht weitergehen. So, Nummer gewählt und bin ich mal gespannt, ob er rangeht. Hagi! Was machst du für Sachen, verdammt? Ich habe gerade einen Anruf von der Polizei bekommen. 100 Millionen Flugzeugschaden. Springst du komplett und machst mich komplett arm. Ja, ich habe ein Flugzeug gekauft. Ja, es tut mir auch leid. Ich wollte eigentlich, ja, wie soll ich das erklären? Ich kann halt nicht fliegen. Ob du fliegen kannst oder nicht, das ist mir komplett egal. Du hast mal gerade ein Flugzeug abstürzen lassen und einen Schaden für 100 Millionen verursacht. Und ich habe auch einen Anruf von meiner Bank bekommen. Du hast ein Haus gekauft? Ja, ich hab Franklins Haus gekauft für auch ordentlich Geld. Es tut mir leid. Kann ich mich irgendwie entschuldigen? Hagi, spinnst du? Bist du komplett bescheuert, oder was? Du glaubst doch nicht, dass du dich für irgendwas entschuldigen kannst. Du machst mich verdammt arm. Okay, Hagi, glaub mir, du kannst jetzt nur noch loslaufen, weil wenn ich dich in die Finger bekomme, dann war's das mit dir. Freund, also der übertreibt doch, oder nicht? Was, der will mich jetzt jagen, oder wie? Also, mein Gott. Hä? Eine SMS, was steht denn da jetzt? Hagi, ich finde dich. Lauf, solange du noch kannst. Du bist fällig, ich finde dich. Was will denn der? Sag mal, oh Gott, ich muss schon abhauen hier, sag mal, das ist ja ganz, ganz gruselig. Ich habe vielleicht auch sein ganzes Geld ausgegeben. Wie komme ich denn jetzt hier von dem Berg am besten runter? Ich glaube, mit den Motorrädern da oben. So, hier oben einmal ganz kurz ein Motorrad klauen, alles gut. Ich kenne mich ja aus mit kriminellen Geschichten. Zack. Und runter vermontiert, Kasper, du wirst mich nie finden, ja. Hagi auf Motorrad. Oh mein Gott, ob ich das lande? Das weiß ich auch nicht. Wow! Freunde, ihr habt es gesehen. Hagi hat einfach mal mein ganzes Geld ausgegeben. Der Typ macht mich verdammt arm. Ich hätte ihm meine Kreditkarte für 24 Stunden niemals geben sollen. Der Typ ist ja komplett verrückt, Freunde. Was für eine krasse Folge geht der Film. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte ein Like und auch ein Abo auf diesem Kanal. Ich mache jeden Tag Videos. Tut mir den Gefallen. Checkt eins von meinen Videos aus. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.